Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Freunde, und ich bin unterwegs hier als Paul Berger. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, wenn ihr Paul Berger feiert, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was kann Paul Berger tun. Ich wurde gerade hier von der Polizei freigelassen, ich habe mal wieder Käse gebaut und ich bin jetzt hier, ich hole von meinem großer Bruder, holt mich gleich ab, aber ich darf ihm nicht sagen, dass ich wieder Käse gebaut habe. Jo Max, was geht ab? Jo, Paul Berger, was läuft? Ja, ich bin hier spaziert gewesen, deswegen bin ich bei der Polizei und so bei dir. Okay. Ah, ich war hier gerade unterwegs in der Stadt. Du, da du jetzt gerade hier bist, eine Frage, hast du bei irgendeinem Gewinnspiel mitgemacht? Da kam irgendwie Post an. Was für ein Gewinnspiel? Hab ich Millionen gewonnen? Ja, nein, irgendwie, irgendjemand gewonnen hat. Warte, bleib mal stehen, zeig mir das mal. Ja, warte, hier, ich geb dir das mal. Warte. Hier steht, hier an den glücklichen Gewinner für das neue, Spielzeuggaragen. Leute, wir haben irgendwas gewonnen, Leute. Was ist das überhaupt? Warte, lass mich mal gucken. Das ist von der Schule aus mit großen Preisen. Oha. Ach, du hast da mitgemacht. Oha, ich weiß nicht. Ich glaube, jeder Schüler wurde automatisch eingetragen und ich habe gewonnen. Ja, aber das Ding ist, da steht, erst ab 18 ist die Teilnahme. Also ohne mich kannst du da gar nicht dran teilnehmen. Bruh. Ja, dann machst du mit und ich gewinne den Preis. Ja, wenn du aber da mitmachen willst, dann gehört aber die Hälfte mir. Haha, dann geht Hälfte an Papa Crymax. Alter Max, du hast schon ein Lamborghini, was willst du denn noch? Ja, dann kriegt wohl niemand den Preis. Dann schade. Eine Frechheit! Alter, ey Leute, er will es einfach mit mir teilen. Mein großer Bruder will meinen Preis abrippen. Okay, pass auf. Ja. Wir machen 50-50 und dafür darfst du da jetzt mit dem Lambo hinfahren. Oh. Ja, Leute, mir bleibt nichts anderes übrig. Okay, Max, Alter, alles klar. Warum? Dafür darfst du mal Lambo fahren, Leute. Oh, Alter, voll das stabile Lambo. Ich würde am liebsten den Lambo gewinnen, wenn es möglich wäre, weißt du? Ja, ich weiß ja nicht, was da gibt. Irgendwie spielzeugmäßig stand da. Oh, Leck, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gebe Kicknote dahin. Leute, wir haben gerade irgendein Gewinnspiel gewonnen und ich und Max fahren da jetzt hin. Irgendwie was von der Schule, Spielzeug, irgendwas mit Garagen und es soll bei der Schule stattfinden. Wir fahren jetzt zur Schule und ich bin echt gespannt, nur das bisschen dumme ist. Ich muss mit Max 50-50 teilen und darauf habe ich eigentlich keine Lust. Aber wir fahren jetzt erstmal zur Schule rüber und gucken an, was das überhaupt geworden ist. Boah, Max, halt das war so Spaß, lass uns so fahren. Boah, boah. Und guck mal, guck mal, guck. Oh. Oh Gott, er ist eh nicht meiner, er ist nur wieder Leihwagen. Ey, was parkt das so sein Spannspurkarten dahin? Hey, Max, aber ehrlich, hab ich gut geparkt. Hast du super gemacht, ja, schön. Schön die Felgen verkratzt, perfekt. Ja, passiert, willst du die Tür offen lassen für ein paar Leute, damit die Wild fahren, wegen Versicherungsbetrug? Ach, mir egal. Oh, Alter, Max, hier steht, beim Sportplatz müssen wir hin. Hallo, Lektor, was geht, was oh, geht? Oh nein, was machst du denn so, hier? So, hier ist der Zettel, ich hab gewonnen, Spielzeug, Container aus Schulen. Gewinnspiel. Ja, super. Sind das alles meine Sachen? Ja, also, erstmal, du hast gar nichts zu entscheiden. Das muss deine beaufsichtigte Person entscheiden, ob du alle kriegen kannst oder nicht. Max. Ja, also ich bin hier als der Erziehungsberechtigte. Der Paul Berger darf hier mitmachen. Max, das gehört alles zu uns, aber wie splitten wir das jetzt auf? Was bekommt? Ich würde sagen, wir setzen einfach immer auf die unterschiedlichen Garagen, ne? Und dann ist halt Glückssache, wäre was besser. Ja, okay, Max, willst du die erste Garage? Komm, ich sag, du fängst an. Darf ich anfangen? Ja, hier, die da, das ist die kriegst du. Na gut, okay. Was okay, die Garage soll. Ja, die haben wir doch gewonnen, Max. Bist du verrückt? Was willst du da kaufen? Ach, muss man jetzt hier gar nichts mehr zahlen, oder was? Hallo, müssen wir was zahlen? Nein, oder? Wir haben gewonnen. Nein, du darfst die alle aufmachen. Vielleicht kann ich euch einen Vorschlag geben, weil ich halt einfach vom IQ her höher bin als ihr. No, wieso macht ihr nicht Schnick, Schnack, Schnuck oder so? Was, wer welche Garage bekommt? Ey, was, vielleicht deine IQ? Oder ihr sagt nacheinander aus. Oha, Alter, das ist okay. Mach einfach, Max, das ist deine. Die nächste nehme ich. Einverstanden? Warte mal, warum willst du unbedingt, dass ich die so kriege? Ist da vielleicht nur Scheiße drin? Ich weiß doch selber nicht, was drin ist. Das ist zu. Ja, gut, okay, dann nehme ich die. Ja, aber machen Sie mal den Käse hier auf, ja. Oh, das habe ich selten gesehen, dass ein Kind einen Erziehungsberechtigten rumkommandiert. Alter, mal, ich hoffe, da ist jetzt nichts Krasses drin oder so. Mal gucken, was drin ist. So, und ich öffne. Mashallah. Oh. Max, Alter, darf ich ein Auto auch haben, bitte? Nee, das ist alles meins. Aber das ey, ist voll cool. Spielzeugautos einfach. Übercool, mit denen kann man sogar in echt fahren. Das sind nicht nur irgendwelche Spielzeugautos, die kann man in echt fahren. Hui. Ja, herzlichen Alter, ich will auch so ein Auto.
Ja, Paul, du darfst nicht mit meinen spielen, die gehören alle mir. Aussteigen. Ja, tut mir alles leid, meine. Alter. Ja, okay, leider, dann nehme ich die nächste Kiste, Container, was auch okay. immer. Hey, die nächste Kiste wird geöffnet. Magst du nicht bitte auch ein kleines Auto haben? Ja, komm, du kriegst auch eins. Aber das Blaue da hinten gehört mir. Oha, was ist das? Ja, bitteschön. Oh nein, sorry, das darf nicht gegeben werden. Max, was ist das? Nein, das darfst du nicht kriegen, das sind konfiszierte Drogenspielsachen. Warum sind hier Drogen drin? Ich dachte, es wäre nur für Kinder und Spielzeug. Max, was ist das denn? Ja, der Container ist für die Polizei, also tut mir leid, Auberger, du bist gerade mit leeren Händen ausgegangen. Nein, warten Sie, diese komischen Actionfiguren, die will ich haben, die sind voll cool. Und was sind das für blaue Pillen, wenn man dir nimmt, was ja, das geht nicht, das sind Drogen. Was? Ey, Max, soll ich mal so einen nehmen? Nein, Paul Berger, hör auf. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Was, wenn das eigentlich Bonbons sind und nicht irgendwelche Sachen? Ja, okay, dann halt nicht. Ja. So, okay, wer kriegt den nächsten Container? Was? Sollen wir immer abwechselnd machen, oder was? Na gut, dann nimm du, Max. Hey Leute, okay, ich will auch meiner. Was Cooles. Ich hab irgendwie einen konfiszierten Container bekommen, wo einfach wegen irgendwelchen komischen Substanzen die Polizei entfendet wird. Machen Sie auf, was machen Sie? Ja! Ja, beruhig dich, du kleiner Junge. Tada! Oh, wie cool ist das denn? Wow! Yeah! Also ich finde es jetzt nicht so cool, das ist einfach nur ein Einkaufswagen, der fahren kann. Das ist ein Einkaufswagen, was zu einem Go-Kart umgebaut wurde mit einem Motor, das ist übercool. Ey, aufpassen! Alter, wieso kriegt Max die ganze Zeit so coole Sachen, ey? Ja, okay, ich nehm das nächste! Ja, Herr Mycramax, sind Sie bereit? Ja! Ey, Max hat die ganze Zeit so viel Spaß, Alter, an den Containern. Ich will auch was Gutes haben. Los geht's, machen Sie jetzt den Lachs auf! Ja, sind Sie sicher? Okay. Tada, ein Amahai. Boah, der stinkt ja. Max? Ja. Haben wir eine Quanne von der Reinpost? Du hast einen vergammelten Hai gewonnen. Max, vielleicht lebt er noch den Kümmel im Pool. Wie soll er denn leben? Hier drin ist gar kein Wasser. Ja, aber wenn außerdem kann der nicht in Chlorwasser überleben, du Dummkopf, ey. Alter, was kriege ich eigentlich für Container, Leute? Ich habe irgendwelche komischen Substanzen bekommen. Einen toten Hai? Ey. Okay, Max, dann nimm du das nächste. Okay, das nächste wieder. Alles klar, dann öffne ich das Ganze jetzt mal, ne? Ey, das darf nicht so der Gute sein, Leute. Das reicht jetzt auch mal hier. Ja, da, noch ein Auto. Wow, was ist das denn? Ey, Max, warum freust du dich? Das ist doch nicht cool. Ey, das ist übercool. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Elektroauto oder so? Was ist das? Kann man da einsteigen? Steig doch mal ein hier, Junge. Ey, ey, fahr dir mal raus. Ja. Oh, ich fahr dir mal raus, ne? Danke. Alter, was ist das hier? Oh, Alter, wie cool das leuchtet. Hä? Ey, das ist ein Auto aus der Zukunft einfach. Was ist das für ein Käse? Alter. Ey, das ist ja nur ein Einsitzer. Hä? Okay. Oha, was? Au! Ja, sagen Sie mal, sind Sie halt von allen guten Geistern verlassen hier oder was? Boah, soll ich Sie direkt in der Schule für Ihren Platz erweisen, ne? Sorry, tut mir leid, Mann. Kannst du noch verklagen? Ey, Leute, irgendwas, ich glaube wegen der Reihenfolge. Guck mal, nicht so gut. Ey, ich sag, Max soll einfach das nächste wieder aufmachen und ich mach das nächste auf. Ey, Max, wir müssen jetzt die Reihenfolge tauschen. Wir haben die Hälfte. Warum denn? Ja, wir haben die Hälfte jetzt durch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt sein, dass wir machen. Du bist jetzt dran, danach bin ich dran. Du willst einfach nur, dass ich jetzt mal die schlechten Sachen bekomme, weil ich immer die guten bekomme. Nein, stopp. Herr Pauberger, was wäre, wenn Sie einfach von da anfangen? Nein, ich will jetzt, dass Max das macht und danach mache ich das nicht so auf. Leute, das ist zu 100% gescriptetes das Spiel. Das heißt, ich mache jetzt gut, hier schlecht, eins auf und danach gut, darfst gut, du zwei aufmachen. Na gut. Nee, ich mache danach es auf und dann gucken wir mal weiter. Okay, ja gut, dann mache ich das auf. Na gut, dann okay, dann machen Sie es auf. Hab ich schon gefühlt. Ja, beruhigen Sie sich. Leute. Tada! Ja, geht so. Ist okay, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Ne? Alter, voll die Maske. Oha! Ist okay. Ein Ball ist geplatzt. Hätte es vielleicht doch besser, das bop. Okay, ey Leute, ich sag euch ehrlich, das war nicht so krass und deswegen werde ich jetzt bestimmt das Krasse bekommen. Ja, okay, Max. Aber guck mal, mit dem Ball hier kann man spielen. Ey, spiel mir mal zu dem Ball. Warte, mach mal ein Passspiel. Nimm Anlauf.
Ja, okay. Oh Gott, die Kinder wieder, ne? Mein großer Bruder kann nicht kein Fußball spielen. Messi! Wow! Oh, ich mach Tor! Reicht! Wow! So, jetzt bin ich mal dran hier. Ja, ist Ronaldo. Alter, was passiert hier? Wer ist das? Den Ball in den Container bekommt, ist der coolste Fußballer. Aus dem Weg, Max. Ja, okay. 2 Stunden später. Frau Becker, Sie wollen das jetzt hier öffnen? Ja, das nächste ist meins. Alles klar, dann öffne ich das jetzt. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute nicht. Oh mein Gott, was? Hallo, Ladies, welcome. Warum sind da Menschen drin? Welcome to the party. Alter, voll geil mit den Mädels. Hey, mach nicht so. Hey, Maxi, die ist voll aggressiv geworden, Alter. Wolltest du denn durch? Alter. Hey, ja, Ladies, schlag ihn. Alter, geh aus dem Weg. Alter, warum schlagen die den Punkt? Alter, nein, keine Schlägereien hier. Weg mit dir. Keine Schlägereien hier. Oha, der Direktor knüppelt die weg. Keine Schlägereien hier. Nicht mit meinen Schülern. Oha, der Direktor verteidigt mich. Paul, dich. Okay. So. Weißt du was, Paul Berger, weil ich ja jetzt viel mehr bis jetzt bekommen habe, als du, würdest ich sagen, ich werde dir die letzten beiden überlassen. Die gehören dir. Max, kannst du nicht? Ihr Ernst? Wir machen jetzt das hier auf. Let's go. Also, Herr Krimek. Bitte, wenn da jetzt nichts Gutes ist, da weiß ich auch nicht. Wenn Sie Ihrem kleinen Bruder was schenken, dann wird er niemals für seine Sachen arbeiten. Ja, machen Sie jetzt auf. Ich habe ja viel mehr bis jetzt schon bekommen. Sei ihm gegönnt. Na gut, dann öffne ich das mal. Wow! Okay. Oh, Alter. Okay. Max, übercool. Max, ich habe die perfekte Idee. Guck mal. Ja. Guck mal, ich will jetzt auch nicht so ein Spielverderber sein. Hier ist ja so eine, hier so eine Laufbahn, ne? Ja. Wir nehmen jetzt diese 2 Autos und machen ein Rennen um den letzten Container. Oha, okay, coole Idee. So Leute, wir sind jetzt auf die Startlinie gekommen. Es geht um den letzten Container gegen meinen großen Bruder. Boah, warte mal, die Dinger blockieren hier richtig. Ich muss hier kurz... Alter, was ist das hier für ein Dreck? So. Beruhigen Sie sich. Okay. Also. Es gibt nur deine Leute. Ey, wie viele Runden machen wir? Ich werde jetzt mit einem Feuerwerkskörper in die Luft schießen. Sobald dieser explodiert, geht's los. Max, wie viele Runden? Warte. Drei Runden, okay. Okay, Leute, drückt mir die Daumen, der letzte Container. Ich schaff das. Sobald ihr Feuerwehrkörper hochgeht, dürft ihr losfahren. Okay. Alter, Max, Spielstand. Okay, los. Wow, Max, das ist schneller, wow. Nein, ich hab mein Gleichgewicht verloren. Der ist voll schnell. Verdammte Scheiße, ey. Wenn ich jetzt noch den letzten Container verliere, dann ist Feierabend, Leute. Ich sag euch ehrlich, das wäre zu viel. Nein! Max Führung hat die zweite Runde fertig. Oh mein Gott, ich bin crashed. Oh, was passiert denn hier? Wir können gar nicht mit dem Ding fahren. Vom Ziel oder ins Go. Vorbei. Nein, das gibt's nicht. Max hat gewonnen. Das gibt's nicht, aber ich hab... Demnach gehört der letzte Container in Herr Crimex. Den könnt ihr selber öffnen. Ja, ich muss weiter Schulaufgaben machen. Okay. Paul Berger, ich wollte es dir schenken. Ja, ist okay, ich bin Fan, Gewinner, Verlierer und alles drum und dran. Ey Leute, wir haben den letzten Container gerade verloren und wir haben einen komischen Fisch bekommen. Frauen, die jetzt am Boden liegen, die wir nicht mal haben durften. Irgendwas, was der Polizei gehört. Und jetzt die Autos, okay, die waren cool, die sind echt cool, Leute, sage ich euch ehrlich. Aber jetzt ist der letzte Container, gehört jetzt Max. Max, mach den auf, ich bin echt gespannt, was du bekommen hast. Okay. Wow! Alter, so wollte ich schon immer mal haben, Mann! Yeah. Oha! Was geht ab? Ich hab ein Original Lamborghini. Er hat einen kleinen Mini-Lambo bekommen, so einen hatte ich auch. Mir? Der ist kaputt gegangen. Nein, hab ich verpasst, ich wollte mitmachen! Mit Jump-Funktion! Mit Jump-Funktion! Hey, da hinten ist er! Was? Was macht er? Paul Berger, sorry, aber den wollte ich schon immer mal haben! Max, komm, lass uns wegfahren! Die klauen einfach meine Autos und alles, Leute. Hau rein, Paul Berger! Ey, Paul Berger, du hast echt richtig verkackt. Du hast hier nur Müll gezogen. Alle coolen Sachen habe ich bekommen. Haha. Alter. Ja, tschüss. Cool. Amir, komm, wir haben jetzt richtig Spaß mit unseren Sachen. Let's go. Ey, die fahren da jetzt einfach gerade weg, Leute. Aber wartet mal, was liegt denn hier noch im Container drin, hä? Das sieht aus wie ein Schlüssel, Leute. Warte, den nehmen wir mal auf. Zack. Ich weiß nicht, von was der Schlüssel ist, Freunde. Wartet mal, soll ich jemanden fragen?
Ich habe keine Ahnung, Leute. Von was ist der Schlüssel? Ich frage jetzt irgendeinen... Hier ist bestimmt der Hausmeister von der Schule. Und ich werde ihn jetzt fragen, von was der Schlüssel war, Leute. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes, Freunde. Ich glaube, Max hat gar nicht seinen richtigen Gewinn abgeholt, Freunde. Ich frage ihn jetzt nochmal nach hier. Ah, da vorne ist unser Hausmeister, Leute. Der ist eh ein bisschen neben der Spur. Ich frage den aber jetzt mal. Oh, Hausmeister, hallo. Ja, was ist? Guten Tag, ich bin Paulberger. Ach, oh, ja, was? Guck mal, ich habe hier ein paar Schlüssel bekommen. Oh. Und ich wollte fragen, von was sind die Schlüssel? Vielleicht wissen Sie, das kann sein, dass es ein Klassenzimmer ist, ein Abstellraum oder sonst was. Wissen Sie es? Können Sie mir weiterhelfen? Ja, weiß ich. Was denn? Wo, wie, was? Ja, was denn? Ich weiß das. Ja, sagen Sie es mir! Ja, das ist, hab ich doch! Ja, nein, weiß das! Ja, wie, Sie, ja, wo ist, was sind die Schlüssel? Also, ja, fragt doch direkt, ne, ja, für... Wird in die Heim-Speed-Zeug versteckt auch so. Was? Ja, es gibt doch noch von den letzten Container, da gibt es doch jetzt hier noch ein extra, gell? Da ist ja nicht nur ein Lambo drin gewesen, sondern Schlüssel zu dem richtigen Gewinn. Ja, das sind doch die Schlüssel, aber von was sind die Schlüssel? Wohin? Ja, von dem richtigen Gewinn. Ja, pff. Wo ist der? Ja, da ist das Handy so gerade, wo wir mal haben unsere Besen. Also Leute, ich glaube, ihr werdet mich ein bisschen veräppeln oder so. Was für Bilder. Das weißt du nicht, wo das ist. Du merkst nur, dass du dumm bist. Ja, aber komm mit. Ich zeig dir wo. Leute, soll ich wirklich in das Auto von einem fremden Hausmeister einsteigen? Ja, komm rein jetzt hier, du dummer Junge. Ja, gut, okay. Leute, ich habe keine Ahnung, was ist, aber er hat irgendwas von dem Supergewinn, von dem Schlüssel geredet, aber auch irgendwas von Besenkammer und sonst was. Wir fahren jetzt mit diesem komischen Kerl dahin, wo der auch immer hinfahren will. Junge. Ja? Hast du einen Führerschein? Ja. Ja, also, dann fahr du mal lieber, ich hab meinen verloren. Ich hab aber... Los, komm, wenn die Polizei uns auffällt, dann hast du einen Führerschein. Was passiert denn hier, Leute? Oh, fahr los, gib Gas, die alte Betsy braucht wieder ein bisschen... Ja gut, alles klar, wo fahr ich überhaupt? Nach der immer geradeaus. Hey, Leute, ich fahr mit diesem komischen Typ schon so lange. Ja, was denn, wie lange noch geradeaus? Fahr noch ein bisschen, fahr noch ein bisschen. Ja, ich fahr. Stopp! Stehen bleiben. Leute, ich habe Angst auszusteigen. Komm raus. Leute, ich glaube, der will mir was Böses antun hier. Was wollen Sie hier von mir? Hast du noch einen Schlüssel? Ja, ich habe den Schlüssel. Gut, so, bitte schön. Die Garage gehört dir. Das muss jetzt schnell weg. Warten Sie, können mich doch nicht hier. Machen Sie so schnell weg. Hallo, so, stopp! Ab in die Garage, die gehört dir. Leute, da hat mich jetzt einfach rausgelassen. Das ganze Event. Mein großer Bruder hat mich abgezogen, obwohl es mein Gewinn war alles. Und jetzt stehe ich hier vor Buddy Repairs Mechanical Garage. Er sieht aus wie ein Zuhörladen, Leute. Ich versuche das mal hier aufzuschließen. Das Ding, das Tor wackelt ein bisschen. Und kriege ich das auf? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist ein... Diamanten, Money, Bugini, was ist das hier? Was? Irgendwelche Statuen, Gewinner, ganz viel Geld auf dem Boden, ganz viel Geld da hinten. Oh mein Gott, wie viel, und was ist das für ein Auto? Ey Leute, ich glaube, wir haben den Jackpot geknackt. Obwohl wir beim Spielzeugwettbewerb gewonnen haben, hat Max den Hauptgewinn vergessen. Und wir werden ihm nichts darüber erzählen, Leute. Denn jetzt haben wir Cash und einen komischen Chrom-Diamanten-Lamborghini oder so, Leute. Ich fahre jetzt mal eine Runde mit dem raus. Oh mein Gott, was ist das denn, Leute? Ey, Paulberger hat es heute mal wieder geschafft, Leute. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, was können wir als nächstes machen mit Paulberger. Vielleicht irgendwelche anderen coolen Gewinnspiele mitmachen oder vielleicht irgendwas anderes machen. Schreibt's rein, checkt die Jungs ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.